Hallo liebe Reisefreunde, heute darf ich euch mit nach Venedig nehmen. War die Lagunenstadt früher ein blühendes Handelszentrum zwischen Ost und West mit einer Kriegsflotte, die fast die komplette Adria beherrschte, so ist sie heute einer der Touristenmagneten in Italien. Ob das den Herrschern, den sogenannten Dogen, früher so gut gefallen hätte, darf allerdings bezweifelt werden. Nichtsdestotrotz schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Kaum zu glauben, dass ich als Dauerreisender bisher noch nie in Venedig war. Denn die italienische Lagunenstadt ist einfach etwas Einzigartiges in dieser Welt. Bevor es losgeht, müsst ihr aber erst noch nach Venedig kommen. Natürlich spricht prinzipiell nichts dagegen, dass ihr mit dem Auto anreist. Ich entschied mich aber lieber für einen Flug mit Air Berlin ab Stuttgart. Air Berlin bedient ebenfalls Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Lufthansa fliegt nach Frankfurt und München und Germanwings nach Köln sowie nach Hannover. Wer es lieber etwas günstiger mag, kann auch mit EasyJet ab Berlin oder mit Ryanair ab Bremen, Frankfurt-Hahn bzw. Weeze fliegen. Ich persönlich freue mich immer richtig über die etwa einstündigen Flüge nach Italien, da der Flug über die Alpen immer ein ganz besonderes Highlight ist. Ob ihr den nördlichen Flughafen Treviso oder den offiziellen Flughafen Marco Polo anfliegt, ist fast egal. Denn der günstigste Weg nach Venedig ist die Überquerung der Ponte della Libertà, einer fast 4 Kilometer langen Brücke, die die Insel mit dem Festland und der Stadt Mestre verbindet. Dank günstiger Zugtickets in Italien ist eine Anreise zum Bahnhof am nördlichen Ende der Stadt ein Kinderspiel. Als Alternative kann man noch einen Bus über die Brücke benutzen. Bei der Hotelwahl sollte man beide Augen offen haben. Oft steht der Mehrpreis für ein Hotel innerhalb der Stadt gegenüber einem auf dem Festland in keinem Verhältnis zu einer 20-minütigen Zugfahrt. In Venedig selber geht es dann am besten zu Fuß oder mit einem Boot weiter, denn nur so darf man sich auf den vielen Kanälen, respektive entlang des Wassers, vorbei an prächtigen Palästen, Wohnbauten von Kaufleuten, Mietwohnungen und ehemaligen Lagerhäusern innerhalb eines wahren Labyrinths aus engen Gassen fortbewegen. Oder von großen Brücken, wie in diesem Beispiel der Ponte della Accademia, die herrliche Aussicht genießen. Denkt man an Venedig, kommen den meisten wahrscheinlich sofort Gondeln in den Sinn. Für eine 40-minütige Fahrt bezahlt man tagsüber 80 Euro, nachts sogar 100 Euro. Möchte man zudem noch ein wenig musikalische Untermalung, müsst ihr dem Gondoliere etwas mehr Geld in die Hand drücken, sodass euer Gesamtpaket gerne 150 Euro kosten kann. Ob euch dieses einmalige Erlebnis in dieser Kulisse so viel wert ist, müsst ihr einfach selber entscheiden. Napoleon bezeichnete den Markusplatz im Süden der Insel einst als schönsten Festsaal Europas. Er besteht aus einem kleineren Platz, der sogenannten Piazzetta, die sich zur Lagune öffnet und im Osten vom Dogenpalast flankiert wird. Dieser war seit dem 9. Jahrhundert Sitz des Staatsoberhauptes von Venedig, dem sogenannten Dogen. Ebenfalls befinden sich dort die Säulen der zwei Stadtheiligen, Theodorus und der Evangelist Markus. Letzterem zu Ehren bauten die Bürger Venedigs auf der großen Piazza auch den Markusdom, nachdem venezianische Kaufleute die Gebeine des heiligen Markus aus Alexandria gestohlen hatten. Seine beeindruckende Architektur erreicht eine Höhe von 45 Metern und wird auf dem Platz nur durch den fast 100 Meter hohen Campanile von San Marco überragt. Wer dem Luxus nicht abgeneigt ist, darf hier auch gerne in den anliegenden Restaurants einen Kaffee für 5,70 Euro trinken. Wer seinen Freunden zu Hause eine Kleinigkeit mitbringen möchte, der könnte zum Beispiel zu stimmungsvollen Gemälden von Gondeln, Kanälen oder Brücken greifen. Aber auch Accessoires wie zum Beispiel Masken, die beim Karneval von Venedig getragen werden, sind wahre Exportschlager. Venedig ist komplett von Wasser umgeben, sodass eine Bootstour oder wenigstens eine Fahrt auf dem Canal Grande fast ein Muss bei einem Besuch in dieser Stadt sein sollte. Wer das nötige Kleingeld für eine Gondelfahrt nicht aufbringen kann, sich aber dennoch die Inseln vom Meer aus ansehen möchte, der kann auf die zahlreichen Wasserbusse zurückgreifen, die auch Vaporetti genannt werden. Ganz billig ist der Spaß allerdings nicht, denn schon eine Einzelfahrt kostet 6,50 Euro. Die günstigste Flatrate kostet 16 Euro pro Person. Weitere Zeitkarten mit längerer Gültigkeit sind ebenfalls erhältlich. Achtet bei der Wahl eures Schiffes darauf, dass es auf dem Oberdeck Sitzplätze gibt.
da die Aussicht im Bauch des Busses mehr als schlecht ist. Mein Geheimtipp ist eine Fahrt auf dem Canal Grande in den Abendstunden in Richtung Norden, genau auf die Rialto-Brücke zu. Lasst euch durch diese Bilder überzeugen. Wer noch nicht genug hat und auf der Suche nach weiteren typischen venezianischen Sehenswürdigkeiten ist, der sollte sich die Inselgruppe Murano einmal genauer ansehen. Diese liegt ca. 1 Kilometer weiter innerhalb der Lagune und ist nur über das Wasser erreichbar. Für eine Überfahrt müsst ihr ab dem Hauptbahnhof etwa 20 Minuten einplanen. Berühmt geworden ist die Insel durch die hohe Kunst der Glasbläserei, die hier zur Perfektion gebracht wurde. Wer sich für so etwas interessiert und einen großen Bogen um billigen Schrott aus Fernost macht, der findet hier echte Handarbeit in Form von Glaslampen, Glasschmuck und Glasfiguren in allen Formen und für jeden Geldbeutel. Aber auch abseits der Glasmanufakturen lohnt sich ein Spaziergang auf Murano unter architektonischen Aspekten, da es etwas außerhalb des Haupttouristenstroms liegt. Und das war er, mein Reisebericht über Venedig. Wenn's euch gefallen hat, dann schnappt euch doch auch eine Gondel und schippert eine Runde in die Lagunenstadt. Bis dahin, macht's gut und schaut euch doch noch meine anderen Reisevideos an. Tschüss!